Hi, schön, dass du auch heute wieder da bist. Ja, heute geht's um das Neueste aus dem Hause Parfums de Mali, den Altair. Den habe ich mir mal besorgt und lass dich jetzt wissen, wie es um den steht. Bleib dran. Hi, ich bin Chris. Du bist hier bei Sense of Gents, deinem Kanal für Herrendüfte oder auch Parfüms aller Art. Ich begrüße dich. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ja, ich habe mir mal das neueste Release aus dem Hause Parfums de Mali organisiert. Und wenn man so ein bisschen in die YouTube-Landschaft mal reinschaut und sich mit Düften auseinandersetzt, da entsteht so ein bisschen ein Hype über diesen Duft oder um diesen Duft, besser gesagt. Ja, es ist aber auch... Wir haben in letzter Zeit viele frische Düfte gehabt, die bei Parfums de Mali rausgekommen sind. Green, die Sadly, das waren so mit zumindest die bewusst letzten Releases aus dem Hause Parfums de Mali. Und der Altair ist jetzt das erste Release, was so eher mal wieder in Richtung ein bisschen dunkler, ein bisschen süßer zu sein scheint. Zumindest das, was uns die Duftnoten verraten. Ja, was der Duft kann, das schauen wir uns jetzt mal an. Fangen wir mal mit der Präsentation an. Ja, die ist ja häufig auch nicht ganz so unwichtig, vor allen Dingen für einen Preis für um die 250 Euro. Ja, da möchte ich zumindest schon mal so ein bisschen was auch in der Hand haben, was mir ein gutes Gefühl gibt, dieses Geld ausgegeben zu haben. Fangen wir mal mit der Box an. Die ist dafür tatsächlich relativ schlicht gehalten. Also man sieht die Parfums de Mali Pferde, das klassische Logo da eben oben drauf. Dann diese orange-braune, vielleicht würde eine Ockerfarben sagen, aber für mich so ein orange-braunfarbener Karton, relativ schlicht. Hinten drauf ist nochmal ein bisschen was zur Geschichte von Parfums de Mali geschrieben. Und ansonsten, ja, war es das auch schon, was diese Box hergibt. Unten haben wir nochmal einen Batchcode draufstehen, was man alles mit der Verpackung tun und lassen soll. Ein QR-Code, der für was auch immer gut ist, wahrscheinlich für die Produktion. Ja, und dann war es das auch schon. Also ein bisschen unspektakulär, keine schöne Lederbox, aber ehrlich gesagt, ich kenne das von Parfums de Mali auch nicht anders. Schauen wir uns mal die Flasche an. Jeder, der Parfums de Mali kennt, weiß, wie die Flaschen aussehen. Deswegen ist es auch hier nicht verwunderlich, eine solche Flasche vorzufinden. Diese orangebraune Farbe ist natürlich auch hier auf dem Flakon gewählt. Man kann tatsächlich sogar relativ gut erkennen, wie hoch der Füllstand ist. Also wir sind ungefähr hier, fast voll. Das ist natürlich immer ein bisschen auch immer abfüllungstechnisch bedingt. Aber ja, es ist eben der Parfums de Mali Flakon, so wie wir ihn kennen, in den verschiedensten Farben. Nichts Neues, schwere Kappe, die gut drauf sitzt und ich vermute natürlich auch ein phänomenal guter Sprüher. Genauso ist das auch. Kommt eine schöne Duftwolke raus. So, jetzt habe ich den ja schon in die Luft gesprüht. Ich organisiere mir mal einen Testerstreifen und dann geht's mal mit der Duft-DNA los. So, habt ihr ja eben schon gesehen, den Sprüher. Jetzt habe ich mal einen Testerstreifen organisiert. 2, 3, voll drauf. Mal ein bisschen rumrühren das Ganze. So, dann riechen wir mal ein wenig. Also was man definitiv zu Beginn merkt, wir haben einen süßen Duft. Aber es ist jetzt kein Stronger With You Süße, was man ja vermuten könnte, weil da auch Praline und so richtig so ein bisschen gourmandig mit drin ist. Er ist schon süß, das lässt sich nicht abstreiten. Also wer überhaupt nicht süße Düfte mag, für den ist dieser hier auch nichts. Man merkt aber auch gleich, er ist zitrisch. Er hat sowas Frisches mit drin. Dann er wirkt auch sehr cremig. Und ich bekomme, auch wenn es in der Duftpyramide nicht gelistet ist, so minimal leichte Leder-Vibes. Also es ist kein Lederduft, dann bitte nicht falsch verstehen. Aber er hat diese Duftöle, die man zur Herstellung für einen Lederduft benötigt, hat er hier in minimalen Anteilen auch drin. Und natürlich ganz prominent auch die Vanille. Aber das macht es so interessant, nicht nur die Vanille steht hier im Vordergrund, sondern auch Orangenblüte. Also man merkt auch was Fruchtiges hier.
Jetzt ist eine Orangenblüte natürlich vielen von euch ja auch bekannt unter Neroli oder Petitgrain, je nachdem welchen Teil der Pflanze, der Blüte man in Öl extrahiert. Und man hat da immer so ein bisschen so eine Idee von etwas Sauren und Herben. Das habt ihr hier gar nicht, sondern das ist eher so die Facette, wenn man Richtung Blütenstempel, also in die Blüte reinriechen würde, etwas ja, blumig-florales einfach und überhaupt nichts Saures, Herbes. Das ist sehr interessant, weil viele Vanilledüfte, die ich kenne, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, die spielen sehr mit diesem Gourmand-Thema, haben irgendwie einen Essenshintergrund und sind wirklich eine pappsüße Vanille, die massiv alles wegdrückt, wo man eben Probleme hat, das sage ich mal außerhalb des Winters und des Herbstes zu tragen, weil eben, wie gesagt, für andere Gegebenheiten, Situationen ist er nicht brauchbar. Hier, wie gesagt, hat man das mehr mit frischen Noten kombiniert, weswegen, und jetzt aufpassen, der Vergleich mit Vanilla-Diorama, der wird häufig gezogen. Den sehe ich hier nicht. Vanilla Diorama riecht für mich eher so in Richtung Rum, Marmorkuchen. Und das haben wir hier nicht. Es ist eine andere Interpretation durch die frischen Komponenten. Weswegen dieser hier, der Alter Ir, wesentlich universeller wirkt. Frische Noten tragen nämlich, wie gesagt, auch dazu bei, dass man aus Herbst-Winter-Situationen und auch irgendwie aus diesem, ich muss immer im dicken Wollpulli angezogen sein, rauskommt, sondern man das auch eher wirklich leger an milden Tagen auch sehr gut tragen kann. Ja, also das ist ein super universeller, frischer Zitronenduft mit Orangenblüte. Und das finde ich unheimlich spannend, denn das habe ich so in meiner Sammlung nicht. Wie gesagt, ich habe den Vanilla Diorama, der Marmorkuchenduft. Dann haben wir noch einen Mercedes-Benz Club Black, der auch sehr vanillig ist. Ich finde, der hat aber immer noch so ein bisschen eine dunkle Note mit dabei, was auch hier der Alter Ir nicht hat. Und einer meiner weiteren Lieblingsdüfte im Vanillebereich ist der Eau d'Huile von Diptyque. Und das ist eben ein Vanilleduft, der so mit trockenem Olivenholz arbeitet. Das heißt, hier haben wir eher statt was Süßlichem, was sehr Holzigem. Und auch das hat er nicht. Das heißt, einen solchen Duft habe ich tatsächlich auch nicht in meiner Sammlung bisher. Ja, das ist die Kopfnote. Schauen wir mal uns an, wie der Drydown dann so wirkt. Ja, kommen wir mal zum Drydown. Also der Duft verändert sich noch ein bisschen, ist aber, glaube ich, relativ linear. Also da dürft ihr jetzt keinen Multi-Twister-Duft erwarten, das habt ihr hier nicht. Es bleibt nichtsdestotrotz ein sehr würziger, vanilliger, floraler und unheimlich cremiger Vanilleduft. Das ist das, was ihr bekommt. Prominente Noten Vanille und Orangenblüte. Das ist im Kern genau dieser Duft. Ich hatte auch im Drydown oder habe auch im Drydown so ein bisschen die Idee bekommen, da waren leichte Invictus-Vibes mit drin. Das war aber nur so für 5 Minuten. Diese Orangenblüte, die kann manchmal so ein bisschen hier in dem Fall ins Süßliche abdriften, dass man diese Kaugummi-Vibes bekommt. Das war aber, wie gesagt, so, keine Ahnung, 10 Minuten etwa im Drydown hielt das an. Der Dufteindruck hat sich dann aber auch schnell wieder verabschiedet. Ja, es ist, wie gesagt, cremig-floral, würziger Duft, Vanilleanteil, sehr schön, die Silage war auch immer präsent gewesen. Also der hat jetzt keine Beast-Mode-Ausstrahlung, aber er wirkt schon so, dass man durchaus auch wahrgenommen wird, also einen schönen Schleier um einen herum bildet. Und von den Situationen her, wo man diesen Duft gut tragen kann, ja, natürlich jetzt im Herbst, also wenn es so anfängt, die milden Tage zu kommen und die kalten Tage zu kommen, dann ist der super geeignet. Situationstechnisch würde ich den so für die Freizeit sehen. Büro muss man immer gucken. Es gibt so einige Kollegen oder Kolleginnen, die so ein bisschen empfindlich auf süße Düfte reagieren. Einfach mal testen. Prinzipiell eignet er sich aber auch für das Büro und sicherlich abends fürs Ausgehen. Ist das auch eine sehr gute Wahl. Ja,
Alternativ habe ich mir überlegt, was auch gut passen würde. Wie gesagt, ist der Mercedes-Benz Club Black. Den könnt ihr natürlich alternativ auch nehmen. Der ist ähnlich, nicht gleich. Wie gesagt, der geht mehr so ein bisschen in die dunklere Richtung. Vorteil vom Mercedes-Duft, der ist natürlich wesentlich günstiger. Den bekommt ihr locker für 200 Euro weniger. Denn wie gesagt, hier für die 125 Milliliter Variante zahlt ihr 250 Euro. Das ist eine Stange Geld. Ja. Haltbarkeit, um das auch nochmal zu erwähnen, die ist gut bis sehr gut. Ich habe den jetzt auch zweimal schon auf der Haut getragen. Ich bekomme tatsächlich immer so 8, 9, 10 Stunden bekomme ich ganz gut raus aus dem Duft. Ja, alles in allem würde ich sagen, hat Parfums de Male hier einen sehr schönen Vanilleduft kreiert, den ich durchaus sehr empfehlen kann. Ja. Man muss ein Freund der würzig-süßlichen floralen Noten sein. Man muss natürlich Vanille mögen. Wer Vanille nicht mag, hat hier ein großes Problem. Aber für denjenigen, der sich das vorstellen kann, zu tragen und das auch als Mann, ja, weil viele Männer haben ja hier Probleme, so süß zu riechen. Auf der anderen Seite macht es das vielleicht auch so ein bisschen aus. Dem rate ich auf jeden Fall dazu, diesen Duft mal zu testen. Ja, das soll es auch erstmal vom Parfums de Male Alter Ehe gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, naja, ich freue mich wie immer, wenn ihr unten ein Like da lasst. Wenn ihr dazu noch den Kanal abonnieren wollt, freut mich das noch mehr. Denn ich kann es immer nur wiederholen, das trägt natürlich dazu bei, dass dieser Kanal auch präsenter wird auf YouTube und vielleicht der ein oder andere auch noch eine Idee, eine Inspiration bekommt, was dein nächster Traumduft sein könnte. Ja. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Tschüss.